Was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich allen. 8.40 Uhr, Sonntag, ziemlich früh. Und draußen sieht es auf dem ersten Blick so aus, als wäre wunderschön und super warm. Aber in Wirklichkeit haben wir leider Minustemperaturen. Heute geht's in den Bikepark Attendorn. Wir packen jetzt gleich zusammen. Minus 2 Grad. Nicht so schön, aber wir hoffen, es wird noch wärmer, bis wir dort sind. Und der Plan ist, dass wir uns dort treffen mit dem Sender Steve um so gegen 11 Uhr. Und dann checken wir den Bikepark mal ab. Mehr dazu gleich aus dem Auto. So Leute, wir sind auf der Autobahn. Das Fahrrad von Elia ist hinten drauf und es fühlt sich ein bisschen komisch an. Ich hätte eigentlich lieber so einen Fahrradträger, der irgendwie an der Anhängerkupplung dran ist, aber ich habe keine. Ja, wir brauchen circa 3/4 Stunde jetzt noch. Dann bin ich mal gespannt, wo wir parken können. Das erste, was ich euch zeigen werde, ist, wie lang ist der Aufstieg da und wo kann man parken? Weil das ist sowas, das hat man irgendwie nirgendwo gefunden im Internet. Und deswegen kriegt ihr das von mir als Info. Und da gibt es einen Pumptrack, Jump-Dirtline und ein, zwei Trails, glaube ich. Wir werden alles abchecken und ich werde euch sagen, wie lange braucht man hoch. Weil das ist auch was, was mich immer interessiert, wenn es keinen Lift gibt. Wie lange braucht man hoch, wenn man eine Abfahrt gemacht hat? Das ist auf jeden Fall etwas, was wir euch heute zeigen werden. Also, seid gespannt und wir sehen uns dann gleich auf dem Parkplatz. Da steht schon auf dem Parkplatz, Achtung, Single Trail gesperrt wegen Baumfeldarbeiten. Das ist natürlich eine miese Sache. Was geht ab, Sender Steve? Oh, es geht ab, ja. Hey. Was machst du denn hier im Bikepark Attendorn? Ich will den Bikepark wegsenden und ein paar Backflips und so, ne? Ja, du hast einen Boy getroffen, der sagt, das ist nicht weit hoch, ne? Ja, wir packen jetzt hier zusammen, fahren wir mal hoch und gucken uns das Ganze mal an. Übrigens, hier ganz in der Nähe ist der Biggesee, richtig groß. Eigentlich die ganze Zeit am See vorbeigefahren. Jo, wir sind dann erstmal den Weg nach oben angetreten und das ist ja auch das, was ich euch als allererstes sagen wollte. Wie anstrengend ist es nach oben und wie lange dauert es nach oben? Und ich kann euch eine gute Nachricht überbringen, denn bis nach oben zum Pumptrack dauert circa ungefähr 5 Minuten und danach ist eine Minute zu der Dirtline. Also mega, mega easy. Man kann das Ganze easy fahren, es ist keine krasse Steigung, man kann das ganz, ganz locker schaffen. Große? Als ich dann oben das erste Mal die Dirtline live gesehen habe und nicht nur aus YouTube-Videos, dachte ich erst so, oh mein Gott, das wird nie was, dachte ich mir. Aber wir sind dann erstmal einfach hochgeschoben und ich bin das ganze Ding dann einfach mal so ein bisschen locker abgerollt. Erstmal die einfache Line zum Reinkommen und im Anschluss dann die etwas schwierigere Line mit den größeren Tables. Das ist richtig geil. Das ist geil gebaut. Zwei Sachen muss ich halt direkt mal euch mitteilen. Erstmal, die Natur hier, mega schön. Das Ganze ist genau in einem Wald gelegen. Man bekommt von Straßen und so weiter nichts mit. Einfach richtig nice. Und die Tables sind super, super schön gebaut. Hey.
Als nächstes habe ich mir dann vorgenommen, über die Tables mal so ein bisschen mit mehr Schwung zu fahren, um dann halt mich langsam ranzutasten, dass ich es heute noch schaffe, ein paar Mal die richtig zu springen. Echt von Mal zu Mal rantasten, ey. Ja, Mann, das fuckt mich auch richtig ab hier. Da steht die Mülltonne, Alter, und ich schmeiß den Müll überall hin. Nach einer kurzen Unterhaltung, warum die Leute den Müll einfach in den Wald schmeißen, obwohl eine Mülltonne da war, hatte ich dann auch meinen besten Run auf der Dirtline. Die ersten beiden waren gut. Yes, Alter. Nachdem wir dann unten irgendwann genug hatten, sind wir mal hochgefahren, um uns den Single Trail anzusehen, der ja eigentlich gesperrt ist. Aber wir hatten tatsächlich Glück, der war schon freigeräumt wieder und vielleicht war das Schild einfach nur nicht mehr aktuell, was unten war. Denn man konnte tatsächlich den Trail ganz normal fahren. Vielleicht lag es auch daran, dass sonntags keine Baumfällarbeiten war. Deswegen, Leute, wenn ihr unter der Woche hier seid und da wird gearbeitet, dann lasst die Finger davon, wenn da gesperrt steht, steht dann gesperrt. Aber ich hatte den Eindruck, als wäre einfach nur dieses Schild nicht entfernt worden. Und deswegen haben wir uns dann langsam mal an den Single Trail rangetastet. Die erste Abfahrt war noch relativ low, vor allem weil da noch ein Drop war, der auf dem ersten Blick richtig schlimm aussah, aber auf dem zweiten dann eigentlich gar kein Problem mehr. Aber ihr kennt das wahrscheinlich selbst. Du Scheiße. Ey, der ist aber nice. Erstmal schon mal vorweg, der Single Trail ist auch super schön gebaut. Für Anfänger, für Fortgeschrittene. Du kannst es super schnell fahren und auch alle Sprünge und Drops und so weiter mitnehmen. Oder auch die Hindernisse alle einfach an der Seite vorbeifahren. Das heißt, für jeden ist da etwas dabei. Wir wollten natürlich dann die ganze Line komplett einmal fahren und nicht nur runter bis zum Pump Track und inklusive Drop. Und genau das haben wir uns dann jetzt vorgenommen.
Zu guter Letzt haben wir uns dann noch ein paar Mal die Dirtline hier vorgenommen. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber irgendwie ist dann irgendwann der Wurm drin und nichts funktioniert mehr. Man hat irgendwie den Eindruck, man würde alles verlernen, was man sich die letzten Wochen erarbeitet hat. Und es ist einfach eine komische Situation. Nichtsdestotrotz sind wir noch ein paar Runden gefahren und das war dann auch ganz nice. Steve hatte sich dann entschieden, noch unten ein bisschen seiner Passion nachzukommen, nämlich dem Senden. Und ich habe mich dann dazu entschieden, mal gut sein zu lassen für heute. Hab nochmal hochgeschoben, wollte die Single Trails noch eine letzte Abfahrt machen, runter zum Parkplatz, weil ich hatte so das Gefühl, dass langsam die Kraft schwindet. Und dann lasse ich es immer lieber gut sein, weil ich ja zu sehr auf meinen Körper beruflich auch angewiesen bin. Und habe dann noch eine letzte Abfahrt gemacht. Der Lia ist auch schon langsam kalt geworden. Die saß dann zu dem Zeitpunkt schon unten im Auto. Aber ich muss einfach sagen, es war ein super, super schöner Tag hier. Und genießt noch die letzte Abfahrt vom Single Trail, Leute. Ich wünsche euch an dieser Stelle schon mal einen wunderschönen Tag noch, Abend, was auch, wann auch immer ihr dieses Video gerade schaut. Lasst mir gerne ein Abo da und ich freue mich schon aufs nächste Mal mit euch. Bis bald.